Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Levi. Unser Projekt heißt LEDPong. Also, wir haben als ersten Schritt Pong programmiert, ein Gehäuse aus Holz designt und fabriziert, alles verkabelt und verlötet. Ich war großteils für das Löten verantwortlich. Das LEDPong besteht aus einem Raspberry Pi Pico, zwei Joysticks und einem Display aus 8x8 LEDs. Falls Sie nichts unter einem Raspberry Pi Pico verstehen, das ist ein kleiner Computer, der alle anderen Komponenten steuert. Mein Name ist André und mein Mentor und ich waren für die Software zuständig. Zu Anfang haben wir die Komponenten gesucht und das Projekt geplant. Zuerst mussten wir herausfinden, wie wir das Display ansteuern und die Joysticks auslesen. Es gab viele Fehler, wo der Ball entweder nicht abprallte oder die Geschwindigkeit nicht stimmte. Wir haben immer noch den ein oder anderen Fehler in der Software, aber ich würde sagen, es ist schon gut spielbar. Ich bin Jakob und ich habe das Gehäuse in Fusion 360, einem 3D-Modellierprogramm, erstellt und danach an den Lasercutter geschickt. Und dort erst als Probe aus Karton und danach aus Holz geschnitten. Wir möchten uns bei den Mentoren bedanken, Fridjof und Michi. Danke für eure Aufmerksamkeit.